Moin moin und willkommen zurück zu einem, naja, ich sage mal vielleicht einem neuen Let's Play. Und zwar mit Star Citizen. Ja, ich habe mir mal gestern, beziehungsweise vorgestern, jetzt endgültig mal ein Schiff gekauft für circa 60 Euro. Denn es war ja irgendwie, hatte ich das bei mir mal so hinausgezögert, ja, soll ich mir jetzt da was kaufen oder nicht? Ah, ich weiß es nicht. Und ja, das letzte Mal, wo ich mal, ja, Star Citizen gespielt habe, war vor etwa 5 Jahren gewesen. Und dort konnte man sich halt, sag ich mal, im Hangar ein bisschen umschauen und auch ein paar Schiffe begutachten, wie dort sich. Ja, die sich die Grafik verhält, und damals war ja schon die Grafik schon geil gewesen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mir endgültig mal ein Schiff, und wir werden heute mal, naja, vielleicht mal so ein paar grundlegende Sachen mal testen beziehungsweise fliegen, weil ich habe echt gar keine Ahnung von der Steuerung von Star Citizen. Ich weiß auch nicht, ob es hier, sag ich mal, was gibt. Das Spiel ist halt komplett auf Englisch. Also deutsche Übersetzung gibt es ja nicht. Denn, wie gesagt, mein Englisch ist grottenschlecht, ja. Aber ich denke mal, wir werden erstmal anfangen mit dem Arena Commander. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Wir werden uns erstmal ein Schiff aussuchen. Ich habe zurzeit 2 Stück. Beziehungsweise eigentlich eins. Ein Pathfinder. Ich hatte eigentlich 2 Stück gehabt. Weil ich konnte hier vorher. Ah, hier, da, hier ist das zweite Schiff. Hat ein bisschen gedauert. Den hier habe ich mir halt vorgestern gekauft. Den Pathfinder. Also den Exploration Pathfinder. Und den hatte ich mal auch irgendwann gehabt. Weiß ich gar nicht mehr. Gut, wir werden halt hier den Pathfinder nutzen. Wir können natürlich auch unser Schiff dementsprechend bestücken mit Waffen und bestimmten Systemen, aber natürlich auch für, sage ich mal, Credits, ja, also für die Wax. Zurzeit habe ich hier 0 Wax. Wie man diese bekommt, wie gesagt, ich habe echt gar keinen Plan von Star Citizen. Ob Wax, sage ich mal, die sogenannte Ingame-Währung ist oder. Keine Ahnung. Was ich hier jetzt vermisse ist, was tun die Schilde? Industrial Stealth. Industrial. So ein paar Werte wären noch ziemlich cool. Weapons. Wir haben einen Omnisky 3 Laser Autocannon. Autocannon, Autocannon, Autocannon. Ah, hier haben wir die Missile Rack und hier Missile Rack. Ja gut, da würde ich sagen, gehen wir mal zurück und werden erstmal einen Singleplayer starten. Game Mode, Map, Game Mode, Swarm. Puh, Free for Light erstmal. Ich muss erstmal das Spiel kennen. Wir nehmen erstmal was Helles, Purple Moon und Launch Game. Ich bin echt mal gespannt. So wie ich das mal mitbekommen habe, soll das Spiel auch, na, sehr schön, auch über die HTC Vive gehen. Muss ich echt mal Uiuiuiui, das ist bei mir aber ziemlich laut. Obwohl ich hier schon die Einstellungen schon auf 30 gestellt habe. Eieieiei. Das ist doch recht sehr, sehr laut. Wie gesagt, mein Gehör ist ja ein bisschen empfindlicher. Okay, komische Waffen. Okay. Mit Q, E kann man halt nach links und rechts zollen. Mit W gibt man Gas. Mit S, na gut, er bremst automatisch ab. Aber mit S kann man rückwärts fliegen. Okay. Mit A. Und D kann man nach links und rechts straven. Okay. Okay. Mit U habe ich die Energie ausgeschaltet von meinem Schiff.
zwar mit der linken Maustaste kann ich halt meine Primärwaffen abfeuern. Lock. Ah, Target, Lock. Okay. Okay. Ich denke mal, wir... Ah, mit dem Mausrad kann man noch mehr Schub geben. Mausrad runter, werden wir langsamer, so dass wir, sag ich mal, langsam an ein Ziel vorbeifliegen können. Alter, das ist ziemlich laut. Genau, das fliege ich nur mit 16 Meter pro Sekunde. Und so Volldampf. Oh. Ups. Hab mich selbst getötet. Okay, da war ich irgendwie außerhalb der Dings gewesen. X für Respawn. Komm, wir versuchen es mal mit Feinden. Exit into Menu. Wir versuchen es mal mit Feinden, weil, ja, okay. Kommt alles nach der Zeit, würde ich sagen, das Fliegen. Game Mod, Private Swarm, ja. Burg Moon, Lunch Game. Interessant. Okay, interessant. Ah ja, hier. Kann ich irgendwie das Ziel locken? Das ist bei mir echt mal Dings ein bisschen leiser schlitten. Hä? Was hat mich denn da jetzt da getötet? What the fuck? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das ist... Das... Oh, das ging mal flott. Mit Shift kann man noch den Burner, den Afterburner. Uiuiui. Okay, das waren die vorderen Schilde gewesen. Ja. Ja, das waren, ja, da waren meine Schilde weg gewesen. Okay. Uiuiuiui. Ich hab noch einen Respawn. Ui. Okay, das ist ein bisschen, sag ich mal, das Schießen ist ein bisschen schwieriger als in Elite Dangerous. Komm schon. Warning flag system overheated. Ja, okay. Okay, null Respawns. Schaue ich mal ganz kurz nach. Achso, ja, es ist ja vorbei. Mit Target Lock.
Das war Wave 1 von 10. Ich habe nicht mal ein einziges Schiff abgeschossen. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Ich schau mal ganz kurz nach den Keybinds, nach Prost-Mahlzeit. Toggle Lights. Flight Ready, Toggle Gimbal Mode. Look ahead. Das heißt Alt. Fokus, Pin Target, Target Nears. Ah, okay. Uiuiuiui. Roll left. Straight forward, roll wide, toggle lights, exit, seat, eject. Okay, mit Y. Beziehungsweise das Werbenamen bei mir Z. Engines on off, shields on off, weapons on off. Accept invite. Mining Mode. Oh, okay. Also hier muss ich jetzt das sagen, hier ist zum Beispiel die Tastaturbelegung wesentlich einfacher als in Elite Dangerous, muss ich sagen. Das heißt, wir probieren mal den Modifier 1 mit Look Ahead. Okay. Warlord. Okay, mit den 1, mit der Taste 1 kann ich, sage ich mal, ah ja, hier mit 3. Ja, hier ist er. Ah, der hat ein automatisches Suchsystem. Hui, das gehen wir noch wieder flott. Hat denn eine Rakete abgeschossen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ich stelle mich echt an wie ein Anfänger jetzt da, ohne Scheiß. Beziehungsweise ich bin ja eigentlich ein Anfänger. Hallo, gib doch Gas. Okay, das sind jetzt meine hinteren Schilde. Alter. Ich hatte echt keine Chance irgendwie. Es ist doch wirklich ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber ich hab ihn. Ich hab ihn. Zwar mit Selbstmord, aber naja. Okay, das ist eigentlich wirklich. Ja, das Zielen ist so ein heikles Thema. Uiuiui, das war wieder knapp gewesen. Hä? Der hat mich getötet? What? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich denke mal, wir haben das Fliegen drauf. Ja, also, ja. Ich bin, ja. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Exit to menu. Alles klar.
ist schon ein bisschen schwierig mit dem Zielen. Multiplayer with up to 60 Pilots. Custom and private unranked matches. Okay, Leaderboards. Rating, Damage taken, Max Wave 9. Kill and Deaths. Flight Time. Also ich werde da hier wahrscheinlich überhaupt nicht aufgelistet sein. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kehren mal um. Denn wir gehen ins Universum. Ach du Scheiße, da kann man einiges wieder einstellen. Da kann man sehr, sehr viel einstellen. Ach du Scheiße, ich denke mal, ich werde das offscreen machen. Star Marine. Was war das nochmal gewesen? Load Customation. Multiplayer Private. Ist das? Last Stand. Elimination. Okay. Nicht genügend Spieler, alles klar. Das bedeutet. Hey, komm, wir schauen mal ganz kurz. Hier mal nach. Find Match. Das ging mal flott. Mal schauen, ob wir dann halt jetzt im Third-Person-Shooter etwas besser sind als im Fliegen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde heute die Folge mal etwas länger machen. Ich sag mal circa eine halbe Stunde. This abandoned mining facility is a festering pit of bad and worse. Stay sharp. Okay. Waiting for one players. Okay, die Steuerung ist schon ein bisschen merkwürdig. Game starts in. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Begin. Ready up. Up as a go. Hier kann ich nicht durch. Okay. 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 A wird gesichert. Control point gained. Control point's ours. Weiß nicht, kämpfe ich gegen mit einem. Ja. Control point contested. Protect the control point. Accessing control point. Ach, hier ist einer schon bei A. Control point gained. Well done, Marine. Hat doch jemand seinen First Blood gemacht noch? Scheiße. Das waren die Lecks, ja. Das waren Lecks. Das waren Lecks. Okay, respawn.
Schade, 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 schade. Control point contested. Don't let them take the control point. Control point lost. You better regain that control point, pronto. Control point contested. So, okay, mit Steuerung kann man sich hinducken. Control point lost. Control point gained. Control point Bravo is ours. Okay. Einen haben wir erledigt. Piepst denn hier die ganze Zeit so? Hä? Wer macht das nicht? Ah, verdammt. Get back in there, Marine. Warum hat er jetzt den einen Punkt hier nicht eingenommen? Accessing control point. Accessing control point. Wieso macht denn das jetzt ja nicht mehr? Let's hustle up, people. Only 30 seconds left. Warum macht er das nicht? Ah, gut, okay, das haben wir so gut wie gewonnen. Da fliegt ein Magazin, schwebt. Fliegend rum. Naja, okay, 2 Kills. Aber dafür 3 Tote. Ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Für den Anfang. Go, go, go! Für den Anfang. Für den Anfang ist es nicht schlecht. Ja. Ah, okay, hab ich entdeckt. Respawning. Na. Da war ich leider etwas zu langsam gewesen. Ah, mit G kann man eine Granate werfen, okay.
Okay, respawn. Na komm schon. Das sind Runde 2 von 3. Okay. Oh, Alter. Ui, 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 ui. Ach so. Ah, mit Leertaste. Erstmal wieder aufstehen, ne? Weil ich mich auf die Fresse gelegt habe. Das gibt's doch nicht. Okay. Das ist, ja. Warum hat denn der so viel ausgehalten? Komisch. Also ich halte... B. Nee. Da erschreckt mich nicht so. Ab ihn. Ui, das wird gut. Das hat aber geruckelt, ey. Ja, das Spiel ist halt, wie soll ich sagen, noch nicht so ausgelassen. Och, Alter. Leck mir am Arsch. Das war ein Friendly. Mit den letzten 5 Schuss. Mit den letzten 5 Schuss noch getroffen. Hab ich noch... Ja, ich hab noch eine Pistole. Okay. Okay. Ja, okay, das haben wir gewonnen. Das haben wir gewonnen. Ja. Sehr schön.
Also für das erste Mal, muss ich sagen, nicht schlecht. Ich hätte jetzt damit nicht gerechnet, dass ich da, ja, einige Punkte machen kann. Das finde ich cool. Gut, okay, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit der Folge. Und wir sehen uns dann, ja, wahrscheinlich zu dem Universum selber wieder. Das bedeutet, ich werde mir jetzt hier einen Charakter erstellen. Also das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Und ja, dann sehen wir uns, ja, zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.